Politik zu Ihnen, Herr Müller, und fragt, Mensch, Sie sind seit Jahren in diesem Geschäft, wissen das ganz genau, schreiben Bücher und beraten Leute und halten Vorträge, um Menschen aufzuklären. Kommt die Politik zu Ihnen? Ich spreche mit vielen Politikern und auch ja, ich versuche, meine Informationen neutral zu geben, weil ich keine Lobby vertrete. Aber in diesen Gesprächen erfahre ich auch, wie massiv der Einfluss der Lobby ist, wie auf der anderen Seite Druck gemacht wird, wie rund um die Können Sie das schildern, wie das abläuft? Gibt es Anwaltskanzleien, die sich spezialisiert haben und dann Politik bei Gesetzesentwürfen beraten? Es gab es vorher nie. Es gab es bis in die Anfang der 2000er Jahre, wurden die Gesetze in den Parlamenten erarbeitet, wurden die von den staatsangestellten Experten wurden die Gesetze geschrieben. Heute werden die Gesetze häufig ausgelagert. Das heißt, private Anwaltskanzleien wie Linklaters, wie Freshfields, die schreiben die Gesetzesvorlagen, die Für Gutenberg haben sie ein komplettes Gesetz vorgeschrieben und der hat den Fehler gemacht, nicht Copy and Paste, nicht es zu guten Placken auf den Briefbogen, sondern hat es direkt rübergeschoben. Ja. Da hat man es gesehen, dass es von der Kanzlei kam. Ja, und das sind die Kanzleien, die parallel die Banken beraten. Wie ist denn da eine Unabhängigkeit? Das sind Leute, die werden bezahlt, die sind finanzabhängig und die haben als Großkunden die Banken. Und auf der einen Seite beraten sie die Regierung, machen Gesetze zur Bankenregulierung, beraten parallel die Banken, wie sie dagegen klagen können. Das ist pervers. Die Gesetze müssen, und das erwartet der Bürger, in der Politik gemacht werden, müssen in den Unterabteilungen gemacht werden und nicht bei privaten Anwaltskanzleien und nicht bei den Banken. Es gibt Situationen, in denen Bankenvertreter und Bankenorganisationen eigene hauseigene Anwälte in Bundestag reingesetzt haben, die haben dort ein Büro gehabt, haben an den Gesetzen mitgearbeitet. Das ist doch nicht aus Lobby-Sicht ideal, aber aus Bürgersicht eine Katastrophe. Herr Müller, entschuldigen Sie, aber das ist mir ein bisschen platt. Nein, das ist mir ein bisschen platt. Also Sie dürfen mir eines glauben. Wie der Gesetzgebungsprozess in Berlin läuft, das können wir ganz gut beurteilen, weil das ist ja unser Job, dass wir da relativ nah dran sind. So gut wie Herr Müller, das Wichtigste ist, unterschätzen Sie doch mal bitte unsere Politiker nicht. Wieso? Sie können mit den Politikern durchaus hier auch auf fachlich gutem Niveau sprechen. Das ist doch, Herr Müller, das ist doch nicht alles Rocket Science. Und die Stories, die Sie da erzählen, glauben Sie denn, die Banken haben ein Interesse daran, hier destabilisierend zu wirken, alle Regulierungen abzuwenden? Ihre Interessen durchzusetzen. Das ist doch ein Unsinn. Glauben Sie denn, dass die jetzige Staatsschuldenkrise etwas ist, wo die Banken sagen, Mensch, super, dass wir das haben, wunderbar. Wir sitzen doch hier alle. Aber es klingt gerade so, dass die Banken gegen das Gemeinwohl hier den Politikern auf dem Schoß sitzen und denen irgendwas ins Ohr blasen. Und diese Verschwörungstheorie mit den Rechtsanwaltskanzleien, das ist keine Verschwörungstheorie, das sind Fakten. Das ist auch schon tausendmal vorgebracht. Herr Schäfer, nochmal raus mit den Belegen. Das ist ein Brief hier. Die Bundesregierung hatte uns, sehr geehrte Kollegen, unterschrieben ist das Ganze von Stefan Kampeter. Die Bundesregierung hatte externen Sachverstand in Form von Gutachten, Studien oder sonstigen Beratungsleistungen zu folgendem Aspekt des gesamten Gesamtpaketes zum ESM von der Firma Freshfield, Bruckhaus, Dehringer eingeholt, europaweite Einführung von Klauseln und so weiter und so weiter. Und hat ebenfalls noch andere Gutachten eingeholt von denen. Er schreibt es und Sie sagen, das stimmt nicht. Also Moment, jetzt übertreiben wir es aber. Das ist eine Kanzlei, die darauf spezialisiert ist. Und das Finanzministerium hat sich in diesem Fall in Vertretung des parlamentarischen Staatssekretärs ein Gutachten geholt. Nicht nur Gutachten, Studien und Beratungsleistungen. Bei jedem Gesetzgeber. Was ist jetzt daran schlimm, Herr Müller? Gibt es eine Expertenanhörung in den Ausschüssen des Bundestages? Weil die Rechnung liegt nicht dabei, aber äußert sich nicht aus Geheimhaltungsgründen. Ja, ist klar. Da steht das auch drin. Offenlegung eines Honorars steht unter Strafe, deshalb dürfen wir darüber nicht reden. Also ich kann da nur per se nichts Schlechtes dabei finden, wenn die Politik sich externen Sachverstand holt und sich beraten lässt. Das beeinträchtigt doch nicht ihre Entscheidungsfähigkeit. Können Sie sagen, dass Linklaters nicht diesen Gesetzesentwurf für Gutenberg geschrieben hat? Das ist bewiesen. Ich rede nicht über Gutenberg, sondern ich rede über den Brief, den Sie gerade vorgelesen haben. Das sage ich nicht. Ich sage nur, dass ich nichts Verwerfliches dabei finden kann, wenn der Finanzstaatssekretär sagt, wir haben uns externen Sachverstand in einer komplexen Frage geholt. Wenn private Anwaltskanzleien Gesetze vorschreiben,
Drehen Sie mir doch bitte nicht das Wort im Mund um. Doch, doch. Dass sich die Politik externen Sachverstands bedient, halte ich für absolut legitim und vernünftig. So. Und Herr Schäffler, die Unabhängigkeit der Abgeordneten ist doch nur wirklich so groß, dass Sie beurteilen können, inwieweit Sie dem folgen oder nicht folgen. Herr Schäffler, kurze Frage. Ist das Praxis? Ist das ganz normaler Vorgang, der hier beschrieben wird? Von Ihnen? Ja, das ist leider Praxis. Und seit vielen, vielen Jahren Praxis. Stimmt doch nicht. Das Problem ist nicht, dass die Politik das nicht beurteilen kann. Sie hat nur keine Zeit, es zu beurteilen. Das Gesetzgebungsverfahren, die sind inzwischen so zusammengestaucht auf wenige Tage, wenige Wochen und wir werden mit Papier zugemüllt und müssen das mit wenigen Mitarbeitern versuchen zu durchdringen. Und das ist das Problem. Wie machen Sie es persönlich, um es zu kapieren, um es zu verstehen? Lassen Sie sich auch helfen, beraten? Man konzentriert sich natürlich auf die Themen, mit denen man sich tagtäglich beschäftigt und versucht an anderer Stelle eben, ja, ich bin jetzt Finanzpolitiker, ich beschäftige mich nicht mit Entwicklungshilfe beispielsweise. Ich konzentriere mich auf diese Fragen und versuche das zu durchdringen. Aber wenn Sie natürlich am Freitagnachmittag, wie bei der Energiewende, bei dem Atomausstieg, um ein anderes Beispiel zu nennen, hier so und so viel Papier bekommen und Sie müssen am Montag darüber abstimmen, dann ist das natürlich kein gängiges parlamentarisches Verfahren. Sehen Sie sozusagen als Alltag inzwischen im parlamentarischen Meinungsfindungsvorgang, dass die Parlamentarier dermaßen unter Druck gesetzt werden, mit Papieren überhäuft und das nicht durchdringen können. Und wir reden halt von Politik. Aber es ist nicht die Politik, die das macht, sondern das ist die Bürokratie, das ist die Administration, das sind die Ministerien. Wie kann man sich dagegen wehren? Ja, als Abgeordneter muss man protestieren dagegen beim Parlamentspräsidenten. Tun Sie das? Ja, indem ich ihm einen Brief schreibe. Und er hat auch darauf reagiert. Er hat dann, uns sind wesentliche Unterlagen beim ESM beispielsweise nicht zur Verfügung gestellt worden. Und ich habe ihm dann einen Brief geschrieben. Und dann habe ich die Unterlagen gekriegt. Es war alles sehr kurzfristig. Das heißt, Entschuldigung, Sie gehen davon aus, dass jetzt bei der Frage, wie ist dieser europäische Stabilitätsmechanismus gebaut, die Parlamentarier das nicht alle genau wissen? Ja gut, das ist natürlich auch eine sehr komplexe Materie. Er sagt, das wäre keine Rocket Science. Er sagt, das wäre gar kein Problem, das können die alles verstehen. Rocket Science kurz übersetzen. Im Übrigen, auch da herrscht das Gerücht, dass der Vertrag auch nicht im Ministerium geschrieben wurde, sondern auch von der Anwaltskanzlei. Also das ist schon eine Entwicklung, die, glaube ich, nicht besonders gut ist, wenn man Expertise nicht im eigenen Ministerium hat, sondern alles auslagert. Das ist die Aufgabe der Politik, dann ist das, glaube ich, nicht hilfreich.